Hallo, Servus. Heute mal an einem Mittwoch, kein Samstag, keine Angst, wir spielen heute auch keine schlechten Spiele. Heute habe ich mir überlegt, wir könnten mal ein bisschen über Technik reden. Wir hatten ja vor kurzem diesen kleinen Sonderstream, in dem wir You Don't Know Jack gespielt haben. Und da kam auch die Frage auf, wie das denn möglich ist, dieses alte Spiel wiederzubeleben, nachdem es ein uraltes Windows-Spiel ist. Und ich würde ganz gerne zeigen, wie man es schafft, alte Windows 3.11-Spiele in der DOS-Box zum Laufen zu bekommen. So. Ich schalte einmal ganz kurz um. Das Ganze wird hier ein klein wenig Freestyle ablaufen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich von Fenster zu Fenster switchen müssen. Immer wieder was unterschiedliches einblenden. Zum Beispiel jetzt dies hier. Ich habe hier den DOSBox Game Launcher. Ich werde schauen, dass diese ganze Anleitung, die ich jetzt hier mache, hallo, Aho 72. Ich werde schauen, dass die ganze Anleitung möglichst nachvollziehbar gestalte. Das heißt, ich werde nicht direkt in DOSBox mit seinen Konfigurationsdateien rumhantieren, sondern ich werde diesen DOSBox Game Launcher verwenden. Der enthält eine komplette DOSBox, der enthält eine angenehm zu verwendende GUI. Einziges Problem ist, er braucht den Java Runtime
Version 8 oder neuer, die man aber auch hier problemlos runterladen kann auf der Seite. Ich werde sämtliche Homepages, die ich aufrufe, zum einen, da ist es, hier als QR-Code verlinken. Und zum anderen, wenn dieser Stream auf YouTube erscheint, dann auch nochmal in die Shownotes packen. Hinter diesem QR-Code befindet sich jetzt gerade die Seite, die ich hier aufgerufen habe. Also der direkte Link zum DOSBox Game Launcher in der aktuellen Version. Wie man sieht, den gibt es bereits für alle möglichen Betriebssysteme, Windows, Apple, Linux. Ist überall gleich in der Anwendung. Genau, das Beste ist, man muss ihn nicht installieren. Er wird einfach nur runtergeladen, entpackt, fertig. Das Fenster war ich noch. So, wie gesagt, jetzt ist das Ganze ein bisschen Freestyle. Ich schalte jetzt mal ganz kurz das Fenster ab und. Das Fenster ein. So. Das ist Inhalt dieses DOSBox Freelancer Paket. Das heißt, man hat hier eine komplette Ordnerstruktur. Das Programm startet in der Windows-Version mit der Launch-Exe. Unter Linux gibt es eine entsprechende SH-Datei, unter Mac weiß ich es nicht, haben wir ihn besessen. Wichtig sind hier die Ordner DOSBox. Das hier ist die DOSBox, wie sie auf der offiziellen DOSBox-Seite heruntergeladen werden kann. Ich denke mal, viele Tricks wird es nicht geben. Es wird ziemlich leicht ablaufen, so wie du es gemacht hast, Aho 72. Aber wir können ja mal schauen. Wie gesagt, das hier ist die offizielle DOSBox. Keine veränderte. Das ist genau dieselbe, die man auf der DOSBox-Seite herunterladen kann. Entscheidend für uns ist hier noch dieses Verzeichnis, das Root. Ist im Moment leer. Hier wird dann später alles installiert. Das heißt, der DOSBox Game Launcher verwendet dieses DOS Root als C-Laufwerk, indem er dann seine Ordner reinpackt. Und mit Launch-Exe, wie schon gesagt, kann man das Programm starten. Es sieht dann im leeren Zustand erstmal so aus. War es ein bisschen größer. Ist jetzt relativ unspektakulär. Wir können hier mit Profilen arbeiten. Das heißt, für jedes Spiel, das wir installieren, für jede Anwendung, kann eine eigene Konfiguration hinterlegt werden, so dass DOSBox immer exakt mit der Konfiguration läuft, die für das Spiel optimal ist. Wie gesagt, ich mag es selber auch nicht, mit hunderten von Konfigurationsdateien rumzukaspern. Deswegen habe ich mich mittlerweile so an den Game Launcher gewöhnt, dass ich den auch wirklich überall einsetze. Was ich zeigen will, zum einen, wie die Installation jetzt von Windows 3.11 funktioniert. Dazu brauchen wir erst einmal ein neues Profil, das hier mit Add Profile angelegt wird. Natürlich muss man Fenster 2 hinsetzen. Add Profile öffnet dann. Na? Das zeigt mir jetzt nicht an, sehr schön. Okay, müssen wir anders machen. Dann muss ich hier einmal kurz Bildschirmaufnahme machen. Da sieht man ja alles. Ich habe schon angedroht, das Ganze wird hier etwas
sehr Freestyle ablaufen. So. Das hier ist das Fenster zum Hinzufügen neuer Profile. Entscheidend ist auf dieser ersten Seite Info, einfach nur ein Titel. Das ist der, der dann vorne auch in der Datenbank erscheint. Nicht wundern, dass jetzt hier Windows 3.0 steht. Ich will sowohl die Installation von Disketten als auch von CD zeigen. Ich habe aber auf Disketten leider nur eine Windows 3.0 Version. Die Installation sollte aber analog verlaufen. Das heißt, alle weiteren Tabs, die jetzt hier offen sind, unter General können wir noch sagen, was für einen Rechner wir ungefähr haben. Das heißt, für Windows sollte eigentlich ein 486er 66 MHz mit SVGA-Karte und Sound Blaster 16 ausreichen. Das können wir einfach dann so reinladen. Dann werden alle weiteren Tabs schon entsprechend vorbelegt. Hier können wir nochmal ein bisschen an der Ausgabe von DOSBox feilen. Das heißt, dass wir statt Surface zum Beispiel DirectDraw verwenden, dass wir kein Fullscreen anhaben. Aspect Ratio, Double Buffering und so weiter können wir hier alles einschalten. Auch wie der Scaler ablaufen soll, ob er das Bild skalieren soll oder nicht. Ich lasse jetzt alles erstmal in der Standardauflösung. Hier sind die Einstellungen für den Prozessor und den Speicher. Wie gesagt, das sind die 16 MB, die wir voreingestellt haben. XMS-Speicher, EMS, UMB ist alles schon auf True gesetzt. Wir können die Cycles noch erhöhen. Das kann man aber, wie gesagt, ans Spiel entsprechend anpassen. Für Windows selber ist das jetzt eher unerheblich. Bei Audio sieht man auch, Sound Blaster 16 ist voreingestellt. IRQ7, DMA1, HDMA5. Die Werte werden wir später noch benötigen. Im Prinzip kann man alles erstmal so lassen, wie es hier ist. Das Einzige ist vielleicht bei Keep, dass wir da noch GR eintragen für die deutsche Tastatur. Das könnte sonst etwas verwirren. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt Mounting. Der ist am interessantesten. Wir können hier jetzt die einzelnen Laufwerke hinzufügen. Wenn wir auf Add klicken, öffnet sich dieses Fenster. Für das Laufwerk C verzeichnet es Punkt. Das heißt, dass er damit diese DOS-Root mountet als Laufwerk C. Das muss auf jeden Fall einmal gemacht werden. Unter Free Size können wir noch angeben, welche Größe er vorgaukeln soll. Es gibt vereinzelt Spiele, die die Festplattengröße abfragen. Baldur's Gate ist zum Beispiel so ein Kandidat, der vorher prüft, ob er überhaupt genug Platz zur Installation hat. Und hier werden dann eben immer feste Werte genannt. Man kann entweder einen der vorgegebenen Werte verwenden oder einen eigenen eintragen. Ich verwende hier eigentlich immer ganz gerne 500, das reicht für die meisten Sachen. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal ein Laufwerk C und jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Wir brauchen ein Floppy-Laufwerk. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber mein Rechner hat keinen mehr. Das heißt, ich werde die Disketten von einem Image installieren müssen. Und dafür benötigen wir zumindest unter Windows ein Programm, das Image-Dateien auf einen Laufwerksbuchstaben mountet. Dafür kann ich jetzt wieder kurz hier rüber schalten auf
dieses Fenster. Ah, wie jetzt verklickt. Da ist es. Genau. Und zwar kann man dafür prima dieses Programm verwenden. Den EMDisk Virtual Disk Driver. Ein relativ mächtiges Programm, das einen ganzen Haufen von Image-Dateien lesen und einbinden kann, inklusive einfachen Ordnern als Image, als Laufwerkbuchstabe oder als Image-Datei. Man kann sehr viel Schmarrn dort anstellen. Moment, ich verlinke auch gleich mal. Da ist der passende QR-Code zu der Seite. GOG packt zu jedem Spiel ein eigenes Config-File, das beim Start eingelesen wird. Die kommen ja nicht in die Verlegenheit, mehrere Spiele gleichzeitig zu starten, sondern die starten jedes Spiel einzeln mit einer eigenen Config. Aber wie gesagt, ich habe mir die mal angeschaut, diese Config-Dateien, die sind ausufert. Und das wollte ich halt jetzt keinem antun. Genau, EM Disk Driver. Wir brauchen eigentlich nur dieses eine Paket. Das ist vom 7. November, also sehr aktuell gerade. Es installiert sich in die Systemsteuerung, also ganz tief unten. Ich gehe jetzt mal wieder kurz in Vollbild rein. So. Das heißt, ich muss auch unter Windows 10 bei mir jetzt zumindest einmal die Systemsteuerung aufrufen, die alte. Und finde dann hier diesen Eintrag EM Virtual Disk Driver. Davon habe ich mir dann auf meinen Desktop einen Link gezogen. Wenn ich den aufmache, einmal kurz bestätigen, dass ich unter Windows arbeite, dass ich unter dem Admin arbeite, sieht das Ganze so aus. Auch sehr unspektakulär. Ich habe hier unten den Knopf Mount New. Und hier wird es interessant. Hier kann ich eben sagen, welches Laufwerk er mounten soll. Ich kann ihm sagen, welches Image er mounten soll. In dem Fall ist es Windows 3.0. Diese Image-Dateien, die ich hier habe, die habe ich mit Virtual Copy erstellt. Nicht Virtual. Nee, wie heißt das Programm? VGA-Copy. Entschuldigung. Die habe ich mit VGA-Copy erstellt. Unter Linux kann man die aber auch mit DD erzeugen. Das ist wohl laut Hersteller exakt dasselbe Format. Also quasi eine RAW-Kopie. Die kann ich jetzt hier auswählen. Kann ich sagen, was er mounten soll, ab welchem Offset im Notfall. Und als was er mounten soll. Und hier wähle ich eben Floppy aus. Gibt noch an, dass er das Ding auf keinen Fall schreibbar mounten soll. Und dass es entfernbar ist. Okay. Dann steht jetzt hier schon Drive A. Dieses Image-File. Und wenn ich bei mir in meinen Computer reinschaue, dann habe ich jetzt hier ein Diskettenlaufwerk, das mir den Inhalt dieses Images anzeigt. Und das kann ich jetzt hier im DOSBox Game Launcher mounten als Laufwerk A, Browse auf das Diskettenlaufwerk. Da. Genau, Ordner auswählen. Als Floppy. Alles weitere ist uninteressant. Okay. Dann steht jetzt hier, er mountet
A auf Laufwerk A vom Typ Floppy. Also, er will jetzt, das ist das Einzige, was ein bisschen blöd ist, er will jetzt hier unbedingt noch unten beim Main eine Startdatei haben, die er ausführt. Da kann ich jetzt das Setup wählen, das ist egal, das wird sowieso später nochmal verändert. Nur damit er jetzt Ruhe gibt. Und jetzt habe ich hier unseren ersten Eintrag, Windows 3.0. Den starte ich aber jetzt nicht über den Run-Befehl, sondern manuell. Das heißt, bei mir macht sich jetzt die DOS-Box auf. Die kriege ich aber vielleicht auch ein anderes Fenster, etwas größer. So, das heißt, ich habe jetzt hier meine DOS-Box mit den gemounteten Laufwerken A und C. Und ich kann jetzt hier Setup eingeben und starte damit das Windows-Setup. Eingabe. Den Ordner ändere ich mal, weil ich später Windows 3.11 auf Win reinschreiben will. Auf Windows reinschreiben will. Das ist alles soweit in Ordnung. Also man braucht jetzt hier noch nicht viel ändern. Er wird jetzt halt der Reihe nach die Diskette fragen. Weil es von Image läuft, geht der Kopiervorgang relativ zügig. Das heißt, ich kann jetzt hier hergehen, das Image entfernen, ein neues Image in Laufwerk A einlegen, wieder mit denselben Einstellungen, Floppy, Removable und Read-Only. Und in Windows sagen, er findet es auf Laufwerk A. Jetzt will er wieder Diskette Nummer 1 haben. Das Spielchen geht jetzt natürlich ein bisschen. Jetzt wieder Diskette 2. Drucker brauchen wir nicht. Das können wir so lassen. Ist egal. Jetzt verlangt der Diskette Nummer 3. Wenn die Maus gefangen ist mit Steuerung F10, kann man sie wieder lösen. Dann kann man auch wieder in die anderen Fenster rein. Es dauert zwar alles ein bisschen, aber es funktioniert. Also ich habe schon einen ganzen Haufen Spiele auch auf diese Art installiert. Unter Linux ist es dasselbe, man muss halt dann ständig mounten und unmounten. Kann man auch. Funktioniert aber nicht immer, weil einige Spiele abfragen, welche Diskette jetzt gerade drin ist. Und die lassen sich dann eben auch nur von Diskette installieren. Außerdem wollte ich den Vorgang mal zeigen, wie das mit Disketten-Images funktioniert. Okay. Wieder Diskette 2. Das haben sie irgendwie nicht so wirklich durchdacht.
wie gesagt, das ist jetzt halt Windows 3.0, weil ich Windows 3.11 oder 3.1 nicht auf Disketten hatte. Und ich wollte es einfach mal zeigen, wie das mit Disketten funktioniert. Beziehungsweise mit Disk Images. Ich bin sicher, dass die das bei Windows 3.11 dann verbessert haben. Das ist ja Schwachsinn, ständig die Disketten hin und her zu schenken. Das ist egal. Fortsetzen. Noch keine Anwendungen. Schreibe ich in die schöne README. Wir gehen jetzt hier zurück zu DOS. Exit einmal raus. Das ist dann der komplette Neustart. Das, die fünfte Diskette hat das hier gar nicht gebraucht. Auch nicht schlecht. So, das heißt, ich kann das jetzt wegmachen. Und hier nochmal ins Profil rein, editieren. Und jetzt sagen, er soll von Laufwerk C, komme ich hier mit Grep hin, und mit Browse rein, dann Windows 3.0 und die Anwendung win.com starten. Dann reicht hier ein Doppelklick auf den Eintrag, um die Anwendung direkt zu öffnen. Gut. Ist jetzt Windows 3.0. Vielleicht für Historiker nicht etwas spannender, aber das war jetzt einfach nur mal, um die Installation von Disketten zu zeigen. Das Ganze geht auch, ich kopiere mal kurz dieses Profil. Ich diktiere es nochmal. Das Ganze kann man auch mit auch über Disk-Images machen, CD-Images oder generell von der Original-CD. Da mounten wir eben nicht nur Laufwerk A, sondern wir mounten an der Stelle auf Laufwerk D ein Image. Gelegt. 16-Bit ISO. Okay. Genau dasselbe. Also dieses Main hier unten muss einfach ausgefüllt sein. Das wird dann später nochmal korrigiert. Okay. Starten auch manuell. Die Doppelpunkt. Schauen. Das war so eine Sammlung aus den von Microsoft, die sie mal veröffentlicht haben, mit allen 16-Bit Anwendungen. Wie gesagt, das weiß ich leider nicht. Ich habe das damals nie ausprobiert. Und ich finde es auch jetzt deutlich angenehmer, einfach schnell die Disketten-Images zu mounten, als schnell, als da alles rüber zu kopieren und einen riesen Aufwand zu treiben. Das hier ist jetzt eben eine Sammlung gewesen von Microsoft für Entwickler. Da waren dann sämtliche letzten 16-Bit-Betriebssysteme drauf, also Windows 3.11 und DOS. In der Version 6.2 und die hatte ich mal geschenkt bekommen. Genau, da ist dann die Setup-Datei. Funktioniert aber hier analog von CD, nur dass ich da nicht mehr viel wechseln muss. Wir haben kein groß benutzerdefiniertes Setup. Und wir installieren noch Windows.
Gott, der hat jetzt die CD gefunden und versucht mir da die ganze Zeit den DOS-Editor unterzuschieben. In 120 Sprachen. Das kann abbrechen. Basic hat er noch gefunden. Naja. Brauche ich auch nicht. Also das brauche ich alles hier nicht, was er jetzt anbietet. Setup beenden. Ja. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier raus. Ich schreibe jetzt hier auch nochmal Exit. Editiere das Profil. Und passe den Pfad an. Laufwerk C. Windows win.com. Gut, was ich jetzt brauche, Treiber. Das heißt, wir haben jetzt ein lauffähiges Windows. Wir müssen aber noch Treiber für die Grafikkarte und für die Soundkarte installieren. Sonst hören wir nichts und es sieht scheiße aus. Das heißt, wir gehen in den DOS-Root-Ordner rein. In dem, wie man sehen kann, jetzt eben Windows 3.0 und Windows erstellt wurden. Und der ganze Haufen Config-Dateien, die ziemlich leer sein dürften. Ja, der hat einfach nur seinen Standard eingetragen, der uns aber nicht weiter tangiert. Hier erstellen wir einen Ordner. Driver. Und dort ein Ordner S3 und SB16. Ich habe hier eine Seite, auf der konnte ich die alten Treiber finden für Windows. Und zwar ist das diese hier. Und zwar ist es diese hier von RGB Classic Games oder Classic DOS Games heißt die Seite. Der hat hier Treiber für Sound Blaster 16 und für S3. Die sind schon so weit ausgewählt, dass die in der DOS-Box laufen. Das heißt, hier, hallo Manfred, hier ist vorab schon mal Sortierung erfolgt. Das heißt, auch diese anderen Treiber, Zenglabs, ET3000, ET4000, die Grafikkarten kann man theoretisch auch auswählen und damit bedienen. Ich habe die S3 voreingestellt gelassen und wir haben ja Sound Blaster 16 ausgewählt. Das heißt, die zwei Treiber habe ich runtergeladen. Das sind einfache ZIP-Dateien. Und jetzt wieder auf die andere Ansicht drüber. Brauche vielleicht irgendwo so ein Stream Deck für solche Sachen. Naja. Und kann sie dann hier nach. Das ist jetzt der Grafikkartentreiber. Der S3-Driver. Den packe ich hier nach S3. Und Soundblaster-Treiber nach SB16. Dann können wir Windows starten, 3.11. So. So ein bisschen klein und schnucklig aus.
Nee, aber ich habe angefangen, Anfang der oder Mitte der 90er zu sammeln und irgendwann hat es überhand genommen. Also das, was du jetzt hier im Hintergrund siehst bei mir, das ist eigentlich genau das, was ich sehe, wenn ich jetzt hier direkt vor mich nach oben blicke. Gut. Also, wie gesagt, wir wollten nach dem Treiber suchen. Ich habe jetzt den Rechner. Für Windows habe ich jetzt meinen Rechnerneustart gemacht. Der ist wichtig, weil wenn man direkt Windows startet, dann wird wahrscheinlich die Maus nicht funktionieren. Meisten Leute würden sich doch wundern, warum. Warum es so ist, kann ich dir nicht erklären. Nur ist es wichtig, dass man einmal komplett die DOS-Box zumacht, wieder aufmacht und Windows dann auch entsprechend neu lädt. Das heißt, ich habe jetzt hier einen funktionierenden Mausfile und wir können jetzt als erstes versuchen, mal die Grafikkarte zu installieren. Dazu gehen wir hier in der Hauptgruppe ins Windows Setup. Systemeinstellungen ändern unter den Optionen. Und hier steht VGA. Da müssen wir unten den Punkt andere Display auswählen. Vielen Dank für das Abo, Captain Wrongbob. Gut, der Pfad sollte dann auf. Ja, mein Fehler. Ach, das kann ich gar nicht. Mei. Okay, der Pfad sollte dann auf C. Selber schauen, wie man den, wie ich den Ordner genannt habe. Ich glaube, Driver. Genau. C, Driver ist 3 verweisen. Und dann schlägt er hier schon mehrere Auflösungen und Kombinationen vor. Man kann sich ja nachträglich jederzeit ändern. Ich wähle jetzt mal 800x600 mit 32K Auflösung. Vielleicht wird es manchmal sogar für einige Spiele ideal sein, eher 640x480 zu wählen, weil die dann nicht selbstständig aufskalieren. Aber das ist jetzt erstmal ganz angenehm für die Augen. So. Okay. Dann dauert das ein klein wenig. Dann noch ein paar Mal die Diskette. Jedes Mal mit OK bestätigen. Ist in Ordnung. Und dann hat er erstmal nichts geändert. Aber ich habe jetzt hier unter S3 nochmal diese Auswahl, die ich gerade eben schon hatte. 800x600 mit 32K Farben. Okay. Ist bereits installiert, dann verwenden wir die auch. Windows neu starten. Und er hat jetzt die das Bild vergrößert. Ungenügend Arbeitsspeicher, das kann ich mir bei 16 MB jetzt gar nicht vorstellen. Aber gut. Wenn wir doch alles darstellen können. Gut, das heißt, wir haben jetzt schon mal die Grafikkartentreiber laufen. Können jetzt rausgehen und den Soundkartentreiber installieren. Den Soundblaster-Treiber müssen wir aus der DOS-Ebene heraus installieren. Das heißt, wir starten DOSBox nochmal von hier mit der rechten Maustaste und manuell. Können dann hier in dem Fenster aus dem Windows-Verzeichnis raus nach Driver gehen. Soundblaster 16. Und dort ist die Install-Exe. Ja, ich kann ja auch schon brauchen, egal.
Das README-File brauchen wir jetzt hier nicht. Es reicht einfach nur, die Software zu installieren, also Enter. Wir machen eine komplette Installation. Das ist oben Full Installation. Hier müssen wir noch kurz Bescheid geben, dass der Windows-Pfad unter C Windows liegt. Schlägt er dann auch schon selber vor, wenn wir darauf gehen. Dann Proceed. Jetzt überprüft er die Audiokarte. Und wir haben ja vorhin gesagt, die Einstellungen sind 715. Das heißt, wir müssen diesen Interrupt von 5 auf 7 ändern. Und dann auch wieder Proceed auswählen. Und der Rest läuft weitestgehend selbstständig. Wie gesagt, also richte ich sich jetzt komplett selbstständig ein. Sowohl für DOS als auch für Windows. Die DOS-Treiber sind relativ unerheblich für uns, die für Windows. Er will jetzt hier noch ein Backup anlegen. Kann man machen, muss man nicht. Ist eigentlich unerheblich. Wir haben ja ein komplett neues System. Wichtig ist nur, dass er seine Treiber da reinkopiert und den er auch gleich in Windows einrichtet. Jetzt hätte er gerne einen Reboot. Das heißt, wir gehen hier wieder raus in die DOS-Ebene. Exit. Und damit ist der Rechner jetzt erstmal ausgeschalten. Wenn ich jetzt wieder auf Windows 3.11 doppelklicke, ich hoffe, ihr habt es gehört, der markante Startsound von Windows. Es wurde eine neue Programmgruppe erzeugt und wir haben jetzt ein lauffähiges Windows mit höherer Auflösung und Sound. Was kann man jetzt damit anstellen? Wir können jetzt schauen, dass wir ein paar alte Schätzchen wieder zum Laufen bringen. Ich habe jetzt mal zwei Spiele rausgesucht, die etwas problematischer waren. Das eine war You Don't Know Jack. Dazu gehe ich jetzt erstmal nochmal aus Windows raus. Loadrunner habe ich leider nicht in meiner Sammlung. Aber Sierra habe ich mal versucht, ging relativ unproblematisch. Ah, hallo Robin. Nein, die total verrückte Rallye habe ich auch noch nicht. Ich brauche jetzt mal Folgendes. Und zwar erstelle ich von diesem Windows 3.11 Eintrag ein Duplikat und editiere es. Wir brauchen ja im Prinzip für jedes Windows-Spiel ziemlich genau die gleichen Einstellungen wie für Windows selber. Das heißt, ich benenne das Ganze hier einfach mal um. You Don't Know Jack. Und hier, weil ich schon weiß, dass das Spiel etwas träge läuft mit den Voreinstellungen, erhöhe ich noch die Cycles, damit das Ganze vernünftig läuft. Und anstelle der Windows-CD da mounte ich jetzt. Das sind schon ein paar Spiele. Ich habe jetzt angefangen, meine ganzen Spiele
als ISO abzulegen. Da habe ich so ein You Don't Know Jack. Kann ich einfach mal reinstellen. Okay. Das heißt, wenn ich das Programm jetzt starte, startet er Windows. Und über die Hauptgruppe Dateimanager kann ich jetzt sagen Laufwerk D. Die Setup-Exe ausführen. In Ordnung. So. Er hätte gerne einen Computer-Neustart. Gut, das ist einfach nur Windows neu gestartet. Achso. Sonst groß ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, You Don't Know Jack zu starten, bekomme ich eine Fehlermeldung. Die hat mich beim ersten Versuch etwas rätseln lassen. Der Motor kann nicht auf die Quelldatei auf der Festplatte zugreifen. Installieren Sie You Don't Know Jack erneut. Das sind so Spielereien, da muss man erstmal dahinter kommen. Es hat bei mir tatsächlich gereicht, einfach den kompletten Inhalt von You Don't Know Jack. Wir gehen das mit Markieren für alle. Ja. Das machen wir außer von Windows. Mal kurz aus. So. Also ich bin jetzt wieder eine DOS-Root. Den Driver-Ordner kann ich jetzt wegschmeißen. Die Treiber sind alle installiert. Hier ist der You Don't Know Jack-Ordner. Und ich kann jetzt entweder mit dem EM-Disk oder mit meinem gewohnten Tool die You Don't Know Jack-CD. Nee, ich habe die auf eine externe Festplatte kopiert. Ich habe hier so viele CDs, wenn ich hier jedes Mal, wenn ich irgendwas spielen will, anfangen müsste, die CDs rauszusuchen, werde ich wahnsinnig. Und so habe ich alle auf einen Haufen und kann da direkt an die Spiele rangehen. So. Da habe ich meine ISO-Datei. Ein normales Laufwerk gepackt. Und kopiere den ganzen Ordner einfach noch mit hier rein. So, und danach startet das Spiel auch schon. Das heißt, wenn ich jetzt hier Windows wieder aufmache, kann ich hier doch nur Jack problemlos starten. Der macht vorher noch einen Performance-Test, den macht er einmalig. Und anschließend geht's los. Ja, ich habe jetzt gerade die Daemon-Tools noch mitlaufen gehabt. Ich habe ja vorhin das EM-Disk vorgestellt. Das kann genauso gut auch CD oder DVD-Images einbinden. Das funktioniert nicht nur mit nicht nur mit Disketten. Ja,
Ja, noch ein Tick mehr Emotionen, bitte. 60 Sekunden. Na also. Das heißt, das Spiel läuft. Und das, wie gut es läuft, konnte man im letzten Stream sehen. Das heißt, ich kann jetzt hier mal beenden gehen. Was wir jetzt mal ausprobieren können, das ist nämlich das zweite Spiel, das hat auch ganz interessante Sache. Und zwar wäre das Myst. Myst ist stellvertretend für einen ganzen Haufen Spiele, die Quicktime benötigen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal wieder Windows zu. Kopiere das Spiel einmal runter. Und tausche hier nur das Image aus. So, das heißt, ich kann jetzt hier auch wieder in den Dateimanager reingehen. Wieder auf Laufwerk D. Und MS Setup. Dann installiert das nach CMYST, soweit ganz normal. Und jetzt wollte er vorschlagen, dass er Apple QuickTime installiert und nichts weiter. Das heißt, wenn ich auf Myst jetzt draufgehe, gut, verlangt er erstmal, dass wir die Grafikeinstellungen ändern. Ist kein Problem, kann man gern machen. Das geht wieder über das Windows Setup. Die Systemeinstellungen ändern. Und dann gehen wir hier mit den Farben etwas runter. 256 Farben. Myst würde dann auch mit 640x480 laufen. Dann wäre das Bild auch dann später auch größer. Das ist jetzt aber, wir nehmen die installierte Version. So. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, wenn ich jetzt auf Myst klicke, dann fehlt da was. Ich kann jetzt aufs Buch klicken. Anklicken. Und normalerweise würde sich jetzt hier diese Welt bewegen. Tut sie aber nicht. Und es fehlen jetzt sämtliche Videos in dem Spiel. Jetzt hier nochmal raus. Nicht speichern. Der Grund ist relativ einfach, wenn ich hier auf QuickTime for Windows gehe, install QuickTime, wenn ich Setup. Er versucht hier eine Version QuickTime 2.01 zu installieren, die funktioniert aber mit dem Windows nicht richtig. Ich gehe jetzt hier auf Beenden. Das wird einfach so sein, dass er entweder die Installation abbricht, ein Fehler, oder wenn sie durchläuft, dass dann das Programm sich beschwert, dass QuickTime nicht richtig installiert ist. Ich kann hier noch eine Internetseite präsentieren. Und zwar ist das diese hier. Großziehen muss. Das ist die Seite auf gabi.de, Windows 3.1 Software. Und hier findet man die letzte funktionierende QuickTime-Version, die für Windows 3.11 rausgekommen ist.
Das ist hier unten QuickTime 2.12. Ja gut, wenn du das als Trick nehmen willst. Ich habe einige Zeit gesucht, bis ich herausgefunden habe, was das Problem war. Das kann man runterladen. Schmeißt es einfach genauso. Ich habe es auf dem Desktop jetzt liegen. Hier rein. Ins DOS-Root. Einfach ins Hauptverzeichnis rein. Ist jetzt egal. So. Hier auf der Seite sind auch noch viele andere Softwareprogramme, MP3-Player, ähnliches, was jetzt aber nicht zwingend für Spielen notwendig ist. Hier war wirklich nur das QuickTime entscheidend. Ich muss jetzt allerdings trotzdem mal ganz kurz aus dem Windows rausgehen, weil er die sonst vielleicht nicht sieht. Das ist etwas merkwürdig, wenn ich von außen an der DOS-Root rumbastel, dann kriegt DOSBox das nicht immer mit. Wenn ich jetzt nochmal auf Myst gehe. Ja, natürlich, dann seht ihr erstmal nichts. So, die DOSBox rein. Kann ich auf den Dateimanager. Ich kann auf den Dateimanager gehen. Laufwerk C. Da liegt jetzt die Qt Easy 16. Die ist noch gepackt. Die komprimiert mir jetzt gerade. Wohin auch immer. Jetzt muss ich doch mal ganz kurz verschauen. Genau das meine ich. Der hat die jetzt entpackt, aber er zeigt sie mir nicht an. Ah, mit der 5 zeigt er sie mir jetzt noch an. Hier ist jetzt dann die Qt Install. Das ist Version 2.1.2. Die kann ich installieren. Jawohl. Und wenn ich jetzt Myst starte, dann spielt er auch Videos ab, so wie er es ursprünglich sollte. Ist wahrscheinlich etwas laut gerade. Und das heißt, jetzt kann ich hier ganz normal ins Spiel rein. Jetzt zeigt er mir auch Videoinhalte, wenn ich zum Beispiel in die Bibliothek gehe, dann kann ich jetzt auch anschauen, was diese Bücher hier präsentieren, die Seiten einlege. Das würde alles weg, alles sonst wegfallen. Seite. Ja. Genau.
Gut, dann glaube ich, habe ich das Wichtigste für heute schon durch. Windows läuft, wir können Spiele installieren. Die Spiele laufen auch. Ich denke mal, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Eine Seite möchte ich noch vorschlagen. Die Seiten werde ich später Patrick mailen, wenn das Ganze auf YouTube rauskommt, werde die dann in den Shownotes nochmal verlinkt. Ansonsten habt ihr seitlich diese QR-Codes, die ich die ganze Zeit eingeblendet habe. Wurde ich ganz abgeschossen. Und zwar war das noch die Seite von den How to Geeks, die das Ganze auch nochmal sehr schön aufbereitet haben. Zumindest bis zu dem Punkt, dass Windows vernünftig läuft. Die haben im Prinzip denselben Weg beschritten wie ich mit der Soundblaster-Installation und den Grafikkartentreibern. Die verwenden genauso den S3-Treiber. Wie gesagt, das lässt sich ja beliebig einstellen. Und die ist auf jeden Fall auch nochmal beachtenswert. Ist halt leider nur auf Englisch. Ich hoffe, dass es bei mir jetzt etwas klarer ist. Ich weiß auch nicht, welche Version die verwenden, ob das jetzt Standard DOSBox ist. Dann wird man da vielleicht auch noch ein bisschen im Hintergrund hantieren müssen. Mit dem Mount-Befehl und ähnlichem. Aber ansonsten wäre ich jetzt mit meinem kleinen Vortrag durch. Wir haben eine DOSBox aufgelegt, wir haben zweimal Windows installiert, einmal komplett mit Grafikkartentreibern. Wir haben zwei etwas problematischere Spiele eingerichtet, die beide auch funktionieren. Wenn ihr noch Fragen habt, können wir die vielleicht gerne noch klären. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr auch mehr davon. Könnt ihr gerne an mail@retrocom.de schreiben, wenn es euch wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt für diesen kleinen Tech Talk. So, sehe ich jetzt aber hier im Chat gerade keine weiteren Fragen. Warte noch ein paar Minuten. Ansonsten würde ich sagen, können wir Schluss machen für heute. Ich habe gesehen, der Robin war da. Ich weiß nicht, ob der die Möglichkeit hat. Keine Ursache. Ich weiß nicht, ob Robin die Möglichkeit hat, zu raiden. Obwohl, ist hier gerade keiner online. Das hätte ich gesagt, hier mal zu Danny, aber der streamt ja heute leider nicht. Ja, kurz mal schauen, vielleicht findet sich ja jemand, der Mittwochabend nichts Besseres zu tun hat. Aber Kellerabend sehe ich gerade, ist noch nicht online. Danny ist nicht online. Ansonsten würde ich mich jetzt mal verabschieden für heute und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, würde ich sagen, schreibt's an Patrick oder wenn ihr könnt es auch direkt an mich schreiben, manic242@freenet.de. Ich schaue da zwar nicht häufig rein auf die Seite, auf die Adresse, aber ich kann vielleicht ein bisschen was helfen. Ansonsten würde ich sagen, schönen Abend und bis demnächst. Servus.